Guten Morgen, Bormann, Berlin, Lehrer, herzkrank, Herbstferien, all sowas läuft gerade. Ich war heute Morgen bei meinem Hausarzt um 8 Uhr, habe ihm den aktuellen Stand zu meiner Krankheit mitgeteilt. Danach beim Kardiologen, der hat mir eine Einweisung ins Krankenhaus geschrieben. Die musste ich dann zur Krankenkasse bringen, abstempeln lassen und danach bin ich dann noch ins Krankenhaus und habe das Ding da abgegeben und damit ist dann klar, am 19.10. kriege ich eine Bum-Zack-Peng-Elektro-Dingsda-Bums-Behandlung und danach wird mein Herzflimmern mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% wieder erledigt sein. Ja, die Medikamente werde ich wahrscheinlich dann erstmal auf Dauer nehmen müssen, die ich zurzeit einnehme, weil es ziemlich gefährlich ist, nach Wochen des Herzflimmerns die Pumpe wieder in Gang zu bringen, weil sich dann Blutgrinsel auf den Weg machen können, um Schlaganfälle und ähnliches zu verursachen und die sind ja bekanntlich zu vermeiden. Okay, also bei diesem Video handelt es sich eigentlich wieder nur um ein Sammlungsvideo für diverse Corona-Links, die oben in der Beschreibung drin sind und ja, Sie wissen ja, was ich davon denke, von dem ganzen. Ne? Okay. Brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten in diesem Video. Gucken Sie sich die Links an. Schönen Tag.